Waren Sie schon mal hier? In Paris? Nein. Frieda hat eine recht unverblümte Art. Sie dürfen sich ruhig wehren. Guten Morgen, Madame. Hat er dir erzählt, ich sei eine alte arme Estin? Nein. Pack deine Sachen. Ich habe nach keinerlei Hilfe verlangt. Ich bin wie ihre Arme und ihre Beine. Deine Beine und deine Arme kannst du behalten. Schau dich doch an. So wie du mit ihr sprichst, kann man verstehen, dass sie weg will. Du bist zum Kotzen. Du bist auch zum Kotzen. Na, sieh mal an. Dir geht's schon besser? Ja. Was machen Sie in Paris? Ich bin Hauspflegerin bei einer alten Dame, Madame Murat. Frieda? Sie hatte nie guten Kontakt zu den anderen Esten. Schade. Bitte sehr, Ihr Frühstück. Glaubst du, ich esse Plastik? Ein echtes Croissant, das kriegst du nur in der Bäckerei. Ich habe was verschüttet. Hör endlich auf. Du willst sterben? Gut, dann spring doch. Aus dem Fenster. Na los. Ich habe meinen Körper zu gern, um ihn zerschlagen auf der Straße liegen zu sehen. Bin ich so ein Ungeheuer? Den Eindruck kann man schon haben. Neben meinem Mann war er, ist Stefan der wichtigste Mensch in meinem Leben. Sie hat niemanden mehr außer Ihnen und mir. Außer Ihnen und mir. Jetzt geh schon.